good to see. Oh, das, ja, das ist der fiese Ring. Nee, 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 den werden wir mal nicht nehmen. Inaktiver Läuterungsstab. Die bekommt man alle der Leid hier an. Dass wir die da... Obwohl, nee, warte, das ist alles ein bisschen voll bei ihm. Läuterungsstab, Läuterungsstab, Läuterungsstab. Sonst noch irgendwelche Läuterungsstäbe? Nee, ne? Gut. Gut, gut, gut. Magisterschwert. So. Jetzt müssen wir gucken. Das ist schon besser. Ja, das wird verkauft. Ein Übungsschwert definitiv verkauft. Der magische Zwergenhammer, den haben wir schon lange nicht mehr in Benutzung. Was ist das hier? 14 bis 18 Wasserschaden. Und 1,5 Meter Reichweite. Nein, das wird verkauft. Magister Armbrust, da hat Lucy was Besseres. 20 bis 21. Ja. Keuschheit. Ja, das haben wir abgelegt, das wird verkauft. Brauche ich nicht mehr. Diesen Zauberstab brauche ich auch nicht mehr. Den Zauberstab auch nicht. Und der Orkan, den... Ja, den hatten wir ja leider in Benutzung. Also, der hat uns gute Dienste geleistet, aber wir brauchen ihn nicht mehr. Den Helm brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Den Tyrannenhelm, den brauchen wir vielleicht noch. Fanes Maske behalte ich mal. Wer weiß, ob wir ihn wieder treffen. Das brauchen wir nicht. Magister Brustharnisch brauchen wir nicht. Die fleckige Hose brauchen wir nicht. Holztage. Das ist ein Schild. Den brauchen wir nicht. Grüner Kupferring, den haben wir abgelegt, den brauchen wir nicht. Da bin ich mir nicht sicher. 14 magische Rüstung, da haben wir doch eventuell was Schlechteres hier. Guck mal hier, zack. So, warum denn nicht? Finger des Zauberers 10 zu 3. Ja, aber hallo. Warum nicht? Zack. Na, so kommt man hier auch noch. Die Amulette. Mit denen bin ich erstmal vorsichtig. Das wird weiter an Sibyl gegeben. Und jetzt müsste der gute Ben nochmal eben handeln. Ach so, das hätte ich zu den Waren hinzufügen sollen, ne? Ja, egal. So, das, das. Das ist im Grunde alles, was der hier hat. Magister Orivans Schreitkolben, ja, so gut der vielleicht ist, aber wir brauchen ihn nicht. Fettige Kappe kann weg, Magister Mantel kann weg. Nein, 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 oh shit. Jetzt verkaufe ich, glaube ich, gerade Sachen, die er anhat. Kann das sein? Das soll natürlich nicht passieren. Okay, ich glaube, das war noch okay. Spuren des Tyrannen. Nee, nee, das ist doch wieder. Nee, jetzt muss ich... Ich kontrolliere gleich nochmal die Sachen, die ich hier reingepackt habe. So, naja, Schuppenstiefel. Das ist auch nicht... Du hast deine Stiefel noch an, ne? Sandalen, ja, alles gut. So. Kupferring, ne? Nicht, dass wir hier was verkaufen, was wir später bereuen werden. Den Orkan, den finde ich ja immer noch sehr gut, aber wir haben was Besseres. Guck mal, 2400 Gold, jawohl, jawohl, jawohl. Komm, da kann man eine Schriftrolle für drin sein. Oh, vielleicht sogar mehr. So günstig, so teuer sind die gar nicht. Oh, guck mal. Ja, geh weg. 1000, dann 4 Schriftrollen, das soll erstmal reichen. Ein bisschen gegen Gold. Und ansonsten hast du da ja noch... Der Rest ist mir erstmal egal. Zack. Jawohl, jawohl, jawohl. Richtig schön gehandelt. So, wie sieht das denn jetzt aus? Okay, das ist immer noch recht voll beim Leitjahren, aber wenigstens schon ein bisschen besser.
Ach, guck mal, hier sind noch. Hier sind noch Waren. Warte mal. The young man has a bad. Thank you for finding Gareth, stranger. I owe you. We all ah, die kann ich wohl I just hope he's found nicht verkaufen. What we need to get past the Magisters. Then we might now. Okay. Wenn ich das nicht ver. Die Funklerkarte. Gareth will know what to do. Das heißt. He'll take care of us. Notiz von Ruth, die dir hilft, einen gewissen Zaleska in den Sümpfen außerhalb der Freunde. Ja, natürlich. Gut, dass Divinity daran denkt. Ich lasse solche Sachen mal eben bei Losey. Obwohl, nee. Oder doch? Nee, ich lasse sie bei Losey. Durch die magische Tasche sind sie dann ja sowieso beim Leitjahren. Ne, wissen wir Bescheid. So. Jetzt müsste das hier nur die Sibyl bekommen. Die Dietriche, die müsste. Die müsste Losey bekommen. Sehr gut. 10 Dietriche, wunderbar. Dann haben wir da noch Stiefel des Tyrannen. Das passt ja hier, ne? Tyrannenhelm, Band des Brakus, das passt hierzu. Das kann Sibyl dann gern mal tragen. Und was haben wir da noch? Ja, das kann mal hier beim Ben gesammelt werden. Was ist das? Irgendeine Pflanze. Herrin Shelbia Molülülülülü. Okay. Gut. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ach, das ist ein leeres Buch. Okay, alles klar, ihr Lieben. So, das war's auch schon. Ihr konntet das vielleicht sogar überspringen. Aber ich musste das hier mal gerade durchziehen. Ist immer wichtig, die Inventare sauber zu halten. So, wir sollten vielleicht mal... Wie geht's denn euch hier? Ich habe euch alle geheilt, oder? Alle geheilt. Dann reden wir mal. You come at last. I'd no doubt you'd find your way to us. Not after witnessing your bravery. I know you seek answers. I'll tell you what I can. Okay. Fragen, was Gareth für Freunde fest. Sie ist ja nicht gerade sehr einladend. Ja. Godwoken? God Effector. Gareth pauses. My friend, the Voidwoken feast on us. There is no longer a divine to channel the will of the Seven. A new one must rise. Es muss sich ein neuer erheben. Sind das vielleicht zufällig wir? Only a Godwoken, blessed with the blood of heroes, may ascend to divinity. But few are left. We knew of one, Verdas. Ah, he is why Verdas, we came der liegt here. Ja noch im Kerker. Wir könnten den immer noch retten. Aber Verdas hat gesagt, ihr seid wie ich. There were others, but they fell like crabapples from their branches. Someone else looks for Godwoken. Not to liberate them, but to kill them. Und wir wissen auch wer, nämlich die einsamen Wölfe. Wir sagen ihm mal, dass wir in der Halle der Echos waren. Ist es möglich, dass wir einer dieser Gotterweckten sind? You have spoken to a god? Ihr habt mit einem Gott gesprochen? Pff, ja, du weißt du. Das war auch nur ein ganz normales Gespräch. Gareth stares intently, not so much at you as through you. Yes. I see something there, but it's not for me to say. Okay. I must get you to Melody. She will know. Melody? Wo ist die denn? She was imprisoned on the Lady Vengeance, one of the few of us not left to rot on the sand and sun. All the more vital we take the ship from the Magisters. Okay. Godwoken. Oh, nennt uns jetzt schon so. Wie habt ihr hier Unterschlupf gefunden? We just landed on shore. Minutes later, Dallas sailed in on the Lady Vengeance, screaming like a banshee. We had no hope. Most of us were dead in the blink of an eye. Ich denke mal, gegen Dallas müssen wir am Ende noch kämpfen. She had horrors at her side. Shriekers, they call them. They still protect the harbor, firing pure death at anything that catches their eyes. Das haben wir gesehen. Ihr wisst noch, die eine blöde Ratte, wo wir gesagt haben, nein, geh da nicht durch. Wir wollten helfen, konnten aber nicht. The Lady Vengeance is still anchored there too. Lucian, save us from whatever plot Dallas is concocting on it. Hat er denn einen Plan? Well, I had a plan. Gratiana told me of weapons that could counter these Shriekers. Purging ones that steal source from its host. Wir hätten da so ein, zwei Stäbe. I went to that armory looking for one of these wands, but Alexander's bootlickers stumbled in first.
I found nothing but dust and blood. Mhm. We've got to find a way to silence those shriekers. If we do that, the Lady Vengeance is ja, ours. Gut. Freedom is ours. Wir haben mehrere Möglichkeiten, Garrus zu sagen, zu mitzuteilen und zu informieren, dass wir schon eine Waffe gegen die Kreischer haben. Einen Stab, der sie zerstören kann. Einen Helm, der sie zerstören kann. Aber wir haben doch noch mehr. Aber der Helm? Ich wusste gar nicht, dass das... Ich biete ihm erstmal generell die Hilfe an. Vielleicht bekommen wir dann ja die Quest und dann können wir sie direkt abgeben und können für diese ganzen Dinger schon die EPs kassieren. I can't imagine anyone more capable. Lucian truly shines his light on you. See Gratiana. She knows every songbird and blade of grass on this isle. I'd go myself, but she seems, shall we say, dissatisfied with my recent failure. The Lady Vengeance waits offshore, ready to sail for a righteous cause. Find a purging wand. Alexander. Alexanders Shriekers will rot. Übrigens, die Rachefürstin, wo immer von geredet wird, das ist das Schiff. Ja gut, ich erzähle ihm jetzt mal von dem Stab. You do? But that's incredible. Unglaublich. Ja, so bin ich halt. In welch monsterversäufte Tiefen ihr vordringen musst du doch. Weißt du, es ging eigentlich. I had no doubt. You bring me hope, Sorcerer. I'll gather the other Seekers and travel to shore. Meet Nein. us there as soon as you can. Gareth's voice echoes through. We move, Seekers. Now is Nein, the time. Moment, halt, stopp. Warte mal, Gareth, warte mal. Ich habe hier noch einen Helm und alles. Aber einen Frosch im Hals habe ich auch noch. Und könnte jemand bitte diese Halsringe abnehmen? Ach, das ist jetzt aber scheiße. Hey, hallo. Kann ich nochmal mit dir reden? Oder bist du auch weg? Du bist auch weg. Oh Gott, hier sind alle weg. Das wollte ich jetzt aber nicht. Ich wollte es vielleicht auch erstmal alleine versuchen. Was kann ich denn, mit wem kann ich denn hier noch reden? Ach natürlich, der Hahn ist zurückgeblieben, das Kind. Die anderen wollen mich nicht mitkämpfen lassen. Ja, ich weiß, dass die mich brauchen. Ich will aber das alleine machen. Ich will nicht, dass sie sterben. Ich könnte das mit List und Tücke eventuell alleine schaffen. Ich hätte ihm gerne gesagt, hör mal, ich habe hier 3, 4, 5 Stäbe und einen Helm. Nimm alles, was du kriegen kannst. Je mehr, desto besser. Ja, Mist. Wir haben wieder ein Buch gefunden. Zacki Bum. Hat uns aber nichts gebracht. Zacki Bum. Wer ist denn noch hier? Hier ist doch auch noch jemand. Ach, die Leia. Was ist denn mit dir, Prinzessin Leia aus Star Wars? Darfst du auch nicht mit? Man wird euch brauchen. Und dich nicht? Ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin. Ich will noch nicht gehen. Nee, tue ich auch nicht. Was ich zuerst machen will, ist... Die sind ja jetzt irgendwo hier oben, ne? Beim Versammlungspunkt, offensichtlich. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will noch mit dem... Ja, ihr wisst es. Ich will hier noch hin, zu der Brücke. Und ich will mal gucken, ob wir diesen Hinterhalt, ob wir den geschafft bekommen jetzt. Mit dem, was wir hier jetzt schon so erreicht haben. Mit der Rüstung, die wir jetzt schon so haben. Hallo, Frosch im Hals. So, folgendes. Jetzt muss ich natürlich so ein bisschen auch die Wiederbelebungsschriftrollen aufteilen. Die sollen nämlich alle eine bekommen. So, Lucy hat eine. Ich gehe mal eben auf magisch. Lucy, Sibyl. Ach, ich könnte noch. So, Lightyan 2. Und Ben 2. Und die anderen eine. Das ist ganz gut. So, speichern. Speichern, speichern. Jetzt muss ich mich mal gerade ein bisschen orientieren. Der Hinterhalt ist hier rechts.
Also östlich von uns. Da müssen wir uns mal gerade ein bisschen hinbewegen. Und dann werde ich natürlich nicht einfach so. Oder, nee, doch östlich, ne? Jetzt gehe ich ja gerade nach Westen. Da ist Norden, so. Ja. Ich verstehe. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich versuche jetzt natürlich so irgendwie an dieses Gebiet ranzukommen, dass ich nicht komplett und völlig unterlegen in diesen Hinterhalt reinlaufe. Ich glaube aber, das kann ich gar nicht. Ich müsste von hier hinten dahin. Ah komm, scheiß drauf, wir versuchen es einfach mal. Ich will mal wissen, wie stark wir jetzt sind. So ein bisschen Kräfte messen einfach. Ach ja, euch konnte ich ja auch noch nicht helfen, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich ein Nekrofeuer heilen kann. Tut mir leid, ihr Lieben. Ich habe es mit Segnung versucht, mit allem. Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn hier? Hier war ich ja noch gar nicht. Ein Skelett? Mit Oioioioioi. Einhandaxt, richtig krass. Ein nicht identifiziertes Schild. Sibyl, dein Auftritt. Peitscher, Einhandaxt. 3 bis 4 Erdschaden, 13 bis 14 physisch. Plus 1 Stärke. Ja, aber hallo. Ist jetzt, na, ich weiß nicht. Plus 3 Initiative, kann hinterhältig angreifen. Oh, das wusste ich gar nicht. Hinterhältige Angriffe mit kritischen Schaden, wenn das Ziel rückt. Oh, das wusste ich gar nicht, dass unser Leitjahr das... Ach nee, Quatsch, das ist ja auch gar nicht wie ein Leitjahr hier. Der hat halt den Luftschaden mit dabei, ne? Und wir sind ja Luftmagier. La. Ich werde dabei erstmal bleiben. Losi, du müsstest noch mal ganz kurz das hier identifizieren. Unser schickes Schildchen hier, Barrikade. Bringt dir das was, Ben? Ja, aber hallo, bringt dir das was? Cool. Einfach mal eben so durch Zufall gefunden. Jawohl. So. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich muss hier... Nee, wo war denn das nochmal? Doch, hier unten rum. Jetzt nach... Hä, war das nicht hier nach Osten? Bin ich jetzt blöd? Hier lang, ne? Dann hier durch? Ja, hier ist es, hier ist es. Ich speichere natürlich vorher. So, können wir irgendjemanden irgendwie platzieren, postieren, pupieren? Können wir? Und zwar machen wir das so, dass wir... Was ist denn hier oben? Hier war ich ja noch gar nicht. Das ist ja super. Okay. Losi, du müsstest... Hallo, Losi. Du müsstest mal hier hoch. Kannst du das? Kommst du da hin? Ach, da ist eine Leiter. Deshalb war ich da nicht. Ja komm, dann geht ihr eben mal alle da hoch. Das Ölfass nehme ich mal mit. Das durchsuche ich dann nochmal schnell hier. Hier war ich ja noch gar nicht. Elektrische Entladung. Ja, cool. Ja, super. Hier ist wieder so ein brennendes Schwein. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Nichts drin. Eine Ziertruhe. Können wir noch so ein Fass mitnehmen? Jetzt bin ich überladen, ne? Ja, natürlich. Zwei Fässer ist ein bisschen viel. Okay. Dann lassen wir das mal da oben. Vielleicht kann ich das im Kampf gleich noch taktisch nutzen.
Mal gucken. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich machen werde. Ich werde. Ben auf jeden Fall auch hier oben hinstellen. Ich denke, ich werde alle da oben hinstellen, weil ich sie ja hier hinlocken will. Hier ist allerdings auch viel Gift, ne? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich probiere es einfach mal. Sibyl lasse ich mal hier hinten stehen. Ich lege jetzt hier wieder schön den Hinterhalt fest. Und unser Leitjahn ist der Lockvogel, der hat am meisten Rüstung. Eventuell kann ich dann auch durchstürmen. Und dann gucken wir mal, ob ich sie hier hinlocken kann. Ganz heimlich, still und leise. Kann ich. Beschleunigung. Erzeugt den Schaden zu beschleunigen. Ja, das könnten wir eventuell gleich gebrauchen.